Vorwahl von Fahrrad.de haben wir wieder gewonnen. Und das natürlich nur dank euch. Zur Feier des Tages bin ich mit dem Radl unterwegs und wollte euch auch nicht nur ein Danke-Video machen, sondern ein bisschen mit in den Schnee nehmen. So, jetzt sind wir schon oben angekommen. Auf jeden Fall wollte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist wirklich alles andere als selbstverständlich. Zum einen natürlich will ich mich für diese unglaubliche Treue von euch bedanken. Ganz viele sind schon sehr, sehr lange dabei, schreiben immer wieder unter die Videos, schauen sie natürlich an und ja, wir kriegen auch viele persönliche Nachrichten. Also wirklich mega cool, dass ihr da so dran seid. Zum anderen natürlich will ich mich auf jeden Fall auch für all diejenigen bedanken, die tatsächlich für uns abgestimmt haben. Nur deswegen konnten wir gewinnen und das zeigt einfach, dass es irgendwo auch honoriert wird, weil wir sitzen natürlich ganz schön viel, meine Handschuhe schon wieder, ganz schön viel am PC, beim Schneiden, beim Filmen, beim Blogbeitrag verfassen, beim Tourenplan und. Und ja, so wird es einfach wirklich krass honoriert und das ist mega, mega schön. Zum anderen, ja, warum stehe ich heute alleine vor euch? Das Ganze ist natürlich auch immer wieder im Wandel. Freeride Inc. habe ich 2014 ins Leben gerufen. Dann ist ja kein Geheimnis, war der Martin von Anfang an ein Teil davon. Später kam dann seine Freundin, die Vicky, dazu und ja, dann war immer mal ein bisschen der Chris, der Papa von meinem Kind, dabei und seit letztem Jahr dann auch der Nico. Ja, es ist alles ein bisschen im Wandel, alles im Umschwung und letztlich ist es einfach mein Blog. Hin und wieder sind wir uns nicht ganz einig gewesen, was da drauf darf und was nicht. Und deswegen haben Martin und Vicky und ich die Kanäle getrennt und werden aber trotzdem natürlich nach wie vor zusammen unterwegs sein, aber natürlich nicht nur. Und dementsprechend habe ich auch eine neue Videoidee und würde mich freuen, wenn da die ein oder anderen Lust hätten mitzumachen. Und zwar würde ich mir vorstellen, wenn einer von euch einen coolen Trail weiß, den er zusammen mit mir fahren möchte, dann soll er mir gerne schreiben, entweder eben hier unter dem Video in den Kommentaren oder auch sehr gern per E-Mail. Die steht eh auch in der Infobox oder ich verlinke sie auch nochmal unter dem Video. Und ja, ich kann noch nicht genau sagen, wie, was, wann, wo das dann sein wird, je nachdem auch, welche Vorschläge von euch kommen. Ich komme aus der Münchner Gegend, wohne bei Kufstein und bin viel am Gardasee zum Beispiel, aber natürlich auch in den Dolomiten in Slowenien unterwegs und freue mich auch, absolut Neues kennenzulernen. Nur kann ich euch nicht versprechen, dass ich jetzt irgendwie nach Hamburg oder so fahren werde. Aber schlagt einfach vor, was euch in den Sinn kommt und dann werden wir ja sehen, ob wir was finden, was wir zusammen fahren und filmen könnten. Und so will ich das Ganze auch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten für die Zukunft. Aber natürlich wird es nach wie vor zum Beispiel die Transalp geben. Es wird nach wie vor Touren mit Martin und Vicky geben. Es wird nach wie vor die alpinen Geschichten geben. Es wird nach wie vor ein bisschen Skifahren geben. Also es wird nach wie vor ein rundum bunter Mix sein. Und ich schwenke gerade nochmal um, weil es einfach so cool ist gerade. Ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir uns jetzt langsam mal ab auf den Trail. Da nehme ich euch natürlich auch noch ein bisschen mit, weil ich glaube, viel besser wie heute werden wir es selten erwischen.
halt richtig gut. Und man hört den Schneeschuhen knacken. Wie auch immer man das nennen will. Und damit geht es auch schon wieder auf die allerletzten Meter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne, falls ihr Bock habt, zusammen fahren zu gehen. Und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich auch wieder sehr, sehr freuen.